Da gab es einen Beitrag in einem psychologischen Forum und da ging es im Text um Dienen und eigentlich war es sich selbst dienen. Und ich habe angemerkt, dass man sich selbst nicht dienen kann. Man kann nur einer Sache dienen oder einer Macht bzw. jemand anderem. Aber sich selbst kann man vielleicht helfen oder voranbringen. Aber sich selbst dienen, also da spreizt sich was in meinem Wortschatz. Und das wurde gar nicht gerne gesehen. Ne? Also diese Kritik wurde überhaupt nicht gerne gesehen. Wer will schon dienen? Ja? Kam die Rückmeldung. Wer will schon dienen? Und meine Antwort war der Weise. Ich glaube, dass das ein Kernpunkt ist, der über die Güte des Lebens entscheidet. Das Dienen. Ein Mensch, der nicht dient, der kann am Höheren nicht teilhaben. Außer vielleicht durch Erbglück, dass man als König, Königssohn oder Königstochter geboren wird, was ja halt eigentlich nicht mehr der Fall ist, oder ganz privilegiert in einem großen, reichen Haus. Das sind eher die Ausnahmen. Ansonsten kann man an einer höheren Sache nicht teilhaben, wenn man nicht dient. Ja. Ob das jetzt in einem Parteiapparat ist, ob das in einer Firma ist, ob das wo auch immer ist. Und die Abneigung, die vor allem im Westen besteht, anderen zu dienen, ist sehr gut verständlich, weil es nämlich das Wort dienen sich an gewisse Bedingungen knüpft. Das erste ist einmal eben, dass man nicht nur einem Menschen dienen kann, sondern einer höheren Sache. Wir Heretiker und Revolutionäre dienen zum Beispiel eben einer neuen Funktion der Religion oder Spiritualität und wir dienen der höheren Demokratie. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass sich die Leute scheinbar die kategorisch dienen, ablehnen, vergessen, dass es darum geht, eine würdige Sache, eine würdige Macht oder eine würdige Person zu finden, der man dient, der man sich anschließt und der man dient. Eine würdige Sache. Und das ist es. Ne? Heutzutage da im Westen finden sich die Leute scheinbar nichts Würdiges mehr. Ne? Vielleicht irgendwelchen Damen. Ne? Aber das ist dann auch kein wirkliches Dienen, das ist ja... Und ich habe mir da auch sehr schwer getan, ja. Sehr schwer getan, eine würdige Sache zu finden, der ich diene. Ich bin eigentlich nie in der Lohnarbeit gewesen, außer zwei kurze Versuche, da hat es nur Mobbing gegeben und Ähnliches. Also, mit denen eigentlich nicht die Zeit verbringen möchte. Und damit habe ich eigentlich nie am Boss oder einer Firma gedient, ansonsten war ich immer selbstständig. Und habe eigene Firmen gehabt, auch jetzt da hier kein Verlag, dem ich untergeben bin, den ich alle Rechte abgebe, ja, und dann vielleicht 3% im Gewinn Unterstützung bekomme, um diese Videos hier vielleicht zu tun. Nein, also erscheint mir alles nicht würdig und ich musste das erst in Indien lernen. Ja, ich musste das erst in Indien lernen. Wo Demokratie ganz groß geschrieben ist und natürlich auch Spiritualität. Ich habe gelernt, was es bedeutet, sich vor einer unbestimmten Gottheit, wenn man sie nicht kennt oder noch nicht kennt, einmal Vertrauensvorschuss zu geben und einmal den Kopf zu senken und sich zu verbeugen und mal zu schauen, was da passiert, was in einem hereinkommt. Da entsteht ein ganz ein anderer Sog, ein ganz anderes Bewusstsein,
und da öffnen sich Schleusen. Das muss man einfach ausprobieren. Es steht auch jetzt gar nicht so zum Thema, sondern eine würdige Sache sich finden. Und wir sind hier und haben uns entschieden, dass die würdige Sache unter der Schirmherrschaft der Stiftung George Grow die höhere Demokratie ist und die Häresie als neue Funktion der Religion, das heißt moderne Spiritualität.